Mein Name ist Clara Müller. Ich wohne jetzt seit dem 1. Mai hier im Schmalenbachhaus, Obertia. Das Gute, das Haus ist mitten in der Stadt. Ich wohne hier im Apartment und da haben wir mehrere hiervon. Solange das geht, mache ich das auch. Aber wenn das dann nötig ist, dann kann ich in die Pflege wechseln. Zimmer habe ich mir auch schon angeguckt, also sind sehr schöne Pflegezimmer. Arztpraxen haben wir hier vorne im Haus, ein Wohlfühlbad, Friseur. Mir ist wichtig, dass ich in die Kapelle gehen kann. Und dann haben wir eine schöne Cafeteria mit leckerem Essen. Mein Name ist Margarete Willicke. Ich wohne im Schmalenbachhaus. Es liegt mitten im Grün. Ach, ist das schön. Der schöne Park gefällt mir am besten. Sehr viele Blumen, wie so ein kleines Bächlein geht da. Und man kann auch weiter rausgehen. Da kommt man über die Wiese und dann, das ist immer schön. Hier gibt es viele Angebote für die Bewohner. Ich gehe regelmäßig zum Gedächtnistraining und zum Bewegungstraining. Das Essen ist hier richtig gut. Wir können zwischen zwei Mahlzeiten wählen. Es gibt jeden Tag ein Salatbuffet. Es gibt eine eigene Küche, einen guten Koch. Und gut finde ich, dass eine Mahlzeit für jeden so zubereitet ist, dass man sie essen kann. Es ist hier im Haus ein Friseur und ein Lädchen, wo ich gerne einkaufe. Bei uns gibt es zwei Kapellen. Und ich gehe gerne in Gottesdienst. Ich werde hier gut versorgt und finde die Pflegerin sehr nett und kompetent. Alle sind freundlich. Mein Name ist Katharina Skibitzki. Ich arbeite schon seit 10 Jahren hier im Schmalenbachhaus. Also ich arbeite sehr gerne hier. Die Arbeitsatmosphäre ist wunderbar. Die Arbeit ist verantwortungsvoll. Wir arbeiten auch sehr gut im Team zusammen. Wir sind für die Arbeit mit demenzerkrankten Menschen spezialisiert. Wir haben auch dafür eine Gartenanlage, wo die Bewohner sich frei bewegen können. Oder wir arbeiten hier mit bewährten Beschäftigungsformen wie die 10-Minuten-Aktivierung. Mein Name ist Heinz Fleck. Ich bin seit 6 Jahren Geschäftsführer hier im Schmalenbachhaus auf dem Hirschberg und jetzt neu auch im Schmalenbachhaus Obertia in Frankenberg. Wir können mit beiden Häusern jetzt hier anbieten, Wohnen in der Stadtmitte oder auch im Grünen. Zudem haben wir alle Betreuungsformen hier im Angebot. Wir haben sogar ein besonderes Angebot. Wir kommen zu Ihnen nach Hause und beraten Sie unentgeltlich, wenn es rund ums Thema Pflege geht. Wir haben speziell ausgebildete Pflegefachkräfte, wie Wundmanager, Palliativpflegefachkräfte oder auch die Schmerztherapeutin. Wir sind stolz darauf, einen Preis gewonnen zu haben. Wir haben in unserem Integrationsprojekt Menschen mit Behinderung in unser Arbeitsleben integriert. Ich würde mich freuen, Sie demnächst hier begrüßen zu können, um Ihnen unsere beiden Häuser zu zeigen. Gerne auch, wenn Sie mitarbeiten möchten.